Oha! Ihr wisst gar nicht, was ich entdeckt habe. Von Rocky Schuhchips. Das hört sich doch interessant an, ne? Oha! Nein, verdammt! Oh, jetzt komme ich da nicht hin. Was mache ich denn da jetzt? Ah, ich habe eine gute Idee. Wartet. Mal gucken, ob ich treffe. Vorbereitung ist alles. Und... Das nenne ich doch mal einen Treffer nach meinem Geschmack. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal diese coolen Chips vorstellen von Chio. Rocky Balboa Chips. Zwei Sorten gibt das. Einmal die hier mit Rocky Balboa und einmal Apollo Creed. Dann lasst uns zum Studio. Entschuldigung für das Chaos, aber ich bin im Moment ein bisschen beim Umräumen und dann müssen wir das Review von dieser Seite aus machen. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Chummy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal diese Sondersorten von Chio Chips vorstellen von Rocky. Einmal mit Rocky Balboa, Rocky Balboa und Apollo Creed, sein Gegner. Ich glaube, im ersten Teil war das. Bitten wir zunächst uns einmal diese Einsorte, Special Edition, heißt es nicht lange verfügbar. Hier haben wir einmal Rocky Balboa Pizza Philadelphia Style, was das auch immer heißen soll. Anscheinend irgendwas mit Pizza. Ja, 1,99 € kostet ein Paket, also 3,98 € insgesamt. Und diese Chipsorte, die hat ein bisschen weniger als die normalen. 150 Gramm, sonst sind da glaube ich mal 175 Gramm. Und wenn der ein oder andere sich das interessiert, hier haben wir nochmal die Nährwertangabe. Also die Kartoffelchips mit Pizzageschmack. Nochmal so am Rande erwähnt. Könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr möchtet. Ich glaube, das spiegelt ein bisschen. So sieht das nochmal. Achso, hier könnt ihr nochmal sehen. Diese Sorte gibt es noch zu kaufen. Und so vom Design her finde ich das richtig gut gelungen. Eigentlich so als Fan müsste man eigentlich sowas nochmal kaufen und dann in die Ecke stellen, ne? Mal gucken, wie lange die haltbar sind. Bis zum 24.8., also bis August, könnte man sie. Ja, aber Chips sind ja, glaube ich, fast unendlich haltbar, ne? Dann haben wir noch diese Sorte hier. Von Apollo Creed L.A. Burger Style. So sieht die Verpackung aus, finde ich auch sehr gut gelungen. Von der Rückseite her, Kartoffelchips mit Burgergeschmack soll das Ganze sein. Auch nur 150 Gramm. Und wenn ihr wissen möchtet, was da alles an Nährstoffen sind, dann könnt ihr jetzt auf Pause drücken. Oder ihr geht einfach nach Hause. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So, und hier haben wir nochmal so einen kleinen Hinweis auf die andere Sorte. Wie gesagt, nicht lange verfügbar, aber nicht lang schnacken. Probieren wir die erste Sorte mal aus. Jetzt bräuchte ich ja noch mal ein Messer. Oh, an dieser Stelle müssen wir mal einen kleinen Cut machen. So, hier bin ich auch schon wieder. Hab mal ein kleines Messerchen geholt. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mit Rocky Balboa an. Oh, öffnen wir das Ganze mal vorsichtig. Ja, mit Knalleffekt. Also heißt, die sind frisch. So, dann befüllen wir das Ganze mal. Hier haben wir so eine kleine weiße Schale, damit ihr auch sehen könnt, wie sie aussehen. Oh, das war ein Treffer im Kopf. So sieht das Ganze dann aus. Also so auf den ersten Blick wie klassische Kartoffelchips. Oh, ich mach mal ein bisschen mehr Licht. Egal. So. Probieren wir das Ganze aus. Was soll das sein? Pizza Philadelphia Style. Ja. Auf jeden Fall schmeckt gar nicht so verkehrt.
aber ich kann jetzt keine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es schmeckt also nicht wie außergewöhnlich. Also ich habe diesen Geschmack noch nicht mal. Ah, Käse ist da auf jeden Fall drin. Käse, finde ich, schmeckt man auch ein bisschen raus. Und ansonsten kann man die gut essen. Ah, also Käse ist auf jeden Fall intensiv. Aber ich würde sagen, man kann sie mal so essen, aber nicht auf Dauer. Auf jeden Fall, ja, erstmal was anderes. So, packen wir die ganzen mal wieder hier rein. Wir wollen ja nicht den Geschmack verhelfen. Okay. Dann mache ich das lieber mal so. Nachdem ich jetzt gestärkt bin, sollte ich die Tüte wohl so aufbekommen. Oh. Habt ihr gesehen? So, dann werden wir mal diese probieren. Die sind, sehen auch wie normale Chips aus. Mal gucken, wie die schmecken. Ja. Der Geschmack ist undefinierbar, würde ich mal sagen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die schon mal probiert habt. Also ich finde, ich weiß nicht, ob Burger, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also schmecken auf jeden Fall beide sehr interessant. Und ich würde sagen, die sind ein bisschen süßer und die sind ein bisschen herzhafter. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass beide nicht schmecken. So, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu meinem kleinen Testergebnis. Also ich finde die 2 Euro kann man mal investieren, ist mal was Besonderes. Also vom Geschmacklichen her würde ich sagen, gab es diese Zusammenstellung noch nicht. Ist auf jeden Fall für Sammler sehr interessant, weil ihr habt ja diese Bilder, die könnt ihr ja sehr gut in die Vitrine stellen. Und ansonsten für die Normalos kann man mal durchaus probieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr Rocky-Film am besten fandet. Oder die neueren mit Rocky Balboa oder Apollo Creed, würde mich interessieren, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und dann sehen wir uns zu einem neuen Video demnächst. Euer fabelhafter Tiny Tommy!